Ich möchte mich heute mal vorstellen. Ich bin Stefanie. Ich lebe hier in Dresden und das ist schon ein Teil meiner Geschichte, denn ich widme mich seit über 10 Jahren dem Thema textile nachhaltige Hygiene. Was heißt das? Textile nachhaltige Hygiene heißt, dass es meine Mission ist, die Einwegprodukte bei Babys zu ersetzen durch Mehrwegprodukte. Einwegprodukte, hey, das ist so von vorgestern, so viele Ressourcen zu verschwenden, nur um sie dann nach einmaliger Benutzung sofort wegzuwerfen. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das können wir uns einfach gar nicht leisten, wenn wir den Planeten für unsere Kinder auch noch bewahren wollen. Aber irgendwie bei den Windeln, ich weiß es nicht, da hat sich das noch nicht so richtig durchgesetzt. Da wird halt zum Beispiel gesagt, nein, es ist völlig abwegig, dass ich zu Hause Plastikgeschirr benutze oder Plastikbesteck. Ich wasche meins natürlich ab. Oder natürlich benutzen wir Erwachsenen auch Unterwäsche aus Baumwolle oder anderen Stoffen und waschen die, weil es ist ja wahnsinnig umweltschädlich und Ressourcen verschwenden, wenn ich die jedes Mal wegschmeiße. Aber bei Babywindeln soll das was anderes sein? Oder bei Hygieneprodukten während unserer Menstruation? Das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach nicht. Und alle Untersuchungen zeigen, dass es in jedem Fall besser ist, Dinge wiederzuverwenden, als wegzuwerfen. Denn die Dinge, die wir wegwerfen, da werfen wir nicht nur die Ressourcen weg, die in diesem einen Produkt liegen, sondern wir werfen auch den ganzen Transportweg weg, den diese Produkte durch verschiedene Produktionsstätten meistens einmal um den halben Planeten machen mussten. Und wir belasten auch unsere Umwelt durch die ganze Entsorgung und durch das Hin- und Herfahren des Abfalls dieser Produkte. Also, Mehrwegprodukte sind immer besser und das trifft einfach ganz deutlich auch für Stoffwindeln zu. Und danach, nach dieser Entscheidung, ob Einweg oder Mehrweg, kann man immer noch schauen, welche Art von Stoffwindel ist denn für dich das Beste und für deine Voraussetzungen. Ist es vielleicht Wolle? Ist es Baumwolle? Sind es vielleicht die Gebrauchten von deiner Schwägerin oder willst du vielleicht neue kaufen? Willst du bei eBay Kleinanzeigen gucken oder willst du lieber sicher sein, dass du Garantie hast, wenn irgendwas kaputt geht, dass du es umtauschen kannst? Willst du ein Produkt in China kaufen, wo du nicht weißt, wie es hergestellt wird? Oder willst du vielleicht ein Produkt kaufen, was aus deutscher Produktion ist, wo du genau weißt, wie die Herstellungsbedingungen sind? Da gibt es einfach wahnsinnig viel zu tun und wahnsinnig viel aufzuklären und den Menschen beizubringen. Und genau das ist meine Mission. Dafür habe ich die Windelmanufaktur gegründet und dafür stehe ich jeden Morgen auf und berate die Kunden. Wenn du beraten werden möchtest zum Thema Stoffwindeln oder textile nachhaltige Hygiene, dann schau doch auf unsere Homepage windelmanufaktur.com. Melde dich bei uns persönlich, besuche uns in Dresden oder schreib mir einfach eine Mail. Ich freue mich drauf.